Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei GTA Online. Tobi and Friends mit dabei. Raging Taurus. Hallo. Zoo Master. Hallo. Und wir werden uns heute mal fallende Reifen zuziehen. Aber ich möchte eigentlich nur eine Runde machen. Also was, ein Radrennen? Nein, Motorräder. Fallende Reifen. So heißt die Strecke. Radrennen steht da. Echt? Ja. Egal. Das ist eine Lüge. Wir sind schwer. Wir sind wie ganz Carlos. Ein Zweiradrennen. Ja. Radrennen heißt wohl Zweiradrennen. Naja, Motorrad. Oh, jemand. L-Bahn. Nee, könnte auch ein Auto aus Polen sein. Der war schlecht. Aber ja. Hast du schon mal einen guten Witz von mir gehört? Ja. Wann? Über Taurus. Der Taurus ist ja auch ein Witz an sich, da kann man ja nichts falsch machen, wenn man über den Das ist so Taurus. Alter, sein Level. Oh, sein Level, guckt gut, euch sein Level an. Oh. Egal. Ist das gehackt? Er kann ja kein Fahrrad auftunen. Ja, klar, das ist gehackt. Er kann ja kein Fahrrad auftunen, alles gut. Alter! 882, ernsthaft? Ja, bei 1000er schon. Passt eine 1000er überhaupt rein? Ja. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Der Ethan 1130. Schaffst du aus. Die Potso. So, los geht's. Zweiradrennen, das kann der Tobi natürlich super. Das ist doch. Zweirad ist Motorrad, Mario. Das gibt's anders, ja. Oh, ich kipp zur Seite. Die Strecke habe ich, glaube ich, schon. Ah, nee. Oder? Überlegt gerade. Kann wirklich sein. Oh geil, das schön mit Rampen. Wow, ja, wow. Die Motocross-Strecke, da wo man ab und zu mal durchfährt. Ah, okay. Okay. Ich muss mich jetzt ziemlich konzentrieren. Sorry, dass ich gerade nichts sage. Taurus, kannst du ja machen. Was soll ich denn sagen? Irgendwas. Irgendwas. Erzähl uns eine Geschichte. Von dem? Von dir? Oh. Von irgendwas. Ey! Es war mal ein Tobi. Ich hack fest. Er ging in den Club, um Nuttenschubsen zu spielen. Oh mein Gott. Nuttenschubsen zu spielen. Das Einzige, was du im Puff machen kannst. Taschenbillard. Genau. Ich habe keine Kohle für euch. Nein. Ich muss mich daneben setzen. Einmal volle Wucht gegen die Wand geschmissen hier. Lol. Da kommt noch Marvin. Ja, der wird natürlich wieder den Sieg taken. Nuttenschubsen, lieber. Marvin hat eine Freundin, der darf darüber lachen. Super. Oh, scheiße. Ich hab den Checkpoint. Nee, hab ich nicht. Nein, ich hab den Checkpoint nicht. Oh nein, oh nein! Und ich hab mich abgepackt. Ich hab einen Salto versucht. Mach mal! Ja, wieso? Ach, der Ene ist rausgegangen, oder was? No. Ja. Oh fuck, oh fuck! Er hat dich gesehen und dann hat er sich gesagt, nö! Mit dem will ich nicht spielen. Wow! Ey, ey, ey! Unfaires Spiel! Migo! Taurus, hör doch mal auf, so rumzuheulen. So viele Taschentücher kann man ja gar nicht zusammenkriegen, wie du brauchst. Dampen, das sind Tücher. Das ist nur Würfel. Und das ist nicht nur fürs Wein. Was hat der Marvin denn jetzt schon wieder gedacht? Ja, was kann man denn noch in Taschentücher reinmachen, außer Tränen? Achso, Gott. Gott sei Dank. Ich möchte sowas, was du jetzt gerade hier beim Rennen machen willst, Junge. Taurus, das sah sehr gut aus. Mach weiter damit. Und Salto, Salto, Salto. Ich hab's geschafft. Oh, fast. Ich bin der Erste. Jawohl.
Ich werde gewinnen! Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Weil wir beide einen Salto versucht haben. Wheelie durchziehe. Wer ist der Gewinner? Tobias ist auf dem ersten Platz. Damit ist er besser wie ihr beide. Ich fühle mich traurig. Ja, Marvin schmeißt das Handtuch hin. Er geht jetzt. Marvin, möchtest du noch eine Abschlussrede halten? So einfach zum Auf Wiedersehen sagen, zum Abschied nehmen. Taurus. Danke. Marvin, danke. Ach, Taurus, willst du das andere werfen? Taurus. Ja. Marvin. Fick dich! Nein! Marvin, wir haben ein Danke. Hallo. Sagen wir Danke. Danke. Komm ich auf Danke. Ihr kriegt sogar ein Danke, weil ihr Scheiße baut. Danke. Irgendwas wollte ich gerade mit Danke sagen, aber ich komme nicht mehr. Danke, Anke. Bitte, Brigitte. Jetzt Eisenberg. Alter, hier ist ja nur Scheiße dabei. Ich möchte Rennen fahren. Echt so? 30 Minuten oder weniger. Soll ich da? Da feucht bis trocken. Oder, oder Ozean heizen oder Seeungeheuer. Oder tauch ab ins Luftrennen. Nee, Luftmeer. Oder das mit den Motorrädern. Nix da. Das oben links haben wir schon gemacht. Eine Rundstrecke. Jetzt lest euch mal bitte den Text da. Taurus, lest mal den Text bitte da oben vor, während ich einstelle. Okay? Musik teilen. Nein, das meine ich nicht. Wenn dir ein Song, der gerade läuft, besonders gefällt, kannst du die Radio. Das stand aber zufälligerweise auch gerade bei mir. Und Viereck drücken, um ihn im Sozialklapp. Hier, das da oben, was steht unter Tauch ab ins Lichtmeer. Das liest du jetzt vor. Das steht bei uns noch nicht. Das lese ich jetzt vor. Ja. Tauch ab ins Licht der Meer. Von Tobias. Bei mir steht. Du hast jetzt gerade meinen Nachnamen gesagt, ich muss jetzt rauspiepen, ne? Echt jetzt? Taus, du bist auf YouTube. Sag dir einfach mal meinen Namen, ey. Chris. Aber das hat keine gehört. Aber auch das hab. Taus, das habe ich jetzt auch rausgepiept. Keine Sorge. Ja. Und alles, was du jetzt gerade gesagt hast. Wie, mein Name, Christian. Hat dein Name darf wohl publiziert werden? Nein. Nicht? Also, oh, ihr habt gerade ein bisschen Piep gehört. Was? Wem meinst du, Christian? Piep! Tobias, Piep! Christian, Piep, 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 Christian, Piep. Er heißt Christian Taurus und ich heiße Tobias Gaming. Das sind unsere reellen Namen. Und Marvin, und er ist halt Marvin Zoo. Marvin Zoo, ja. So. Mein Zweitname lautet Piep. Der wäre auch für Tobi. Du bist ein Trampel. So. Du bist ein Trampel. Von Galileo Observatorium geht's die Nordseite der Vinewood Hills abwärts zur Redwood Lights Motocross Rennstrecke. Punkt zu Punkt Motorradrennen mit asphaltierten und unasphaltierten Abschnitten. Danke. Wow. Das ist echt gut gemacht. Kann nicht mehr, ey. Mein Leben hat sich echt gelohnt jetzt. Ey, das ist. Es hat sich verändert. Zum Positiven hin. Taurus, deine Art und Weise, dich zu artikulieren und dein Vokabular zu Worte zu bringen, ist einfach nur so umwerfend für mich, dass es meine Sinne ergreift wie eine Erblüte. Blüte des Orients, du hast soeben eine neue Weltgeschichte für mich aufgedeckt. Mein Leben hat von nun an mehr einen Sinn wie je zuvor. Ich wollte mich eben noch umbringen. Jetzt nicht mehr. Die Anrede war super. Danke. Jetzt möchte ich mich nicht umbringen. So, ne? Jetzt möchte ich umgebracht werden. Jetzt möchte ich vom Taurus. Ja. Damit er endlich ins Gefängnis kommt. Ich möchte die anderen Leute schützen vor dieser Kreatur. Zu Uli. Ihr nehmt nach. Oh. Wow, ich fliege. Oh, wow. Fuck, ich fliege. Ihr knutscht euch da mal schön. Da hat's, ja, da hat's ein paar runtergehauen. Ich komm nicht rein. Ich wurde ausgesperrt. Ja, traurige Realität. Tobi auf Platz 5.
Wenn ich die Datei jetzt abspeichere, muss ich erstmal ganz dringend Namen, Ausrufezeichen hinschreiben in den Dateinamen, sonst vergesse ich das nämlich. Ich muss ja auspiepen, dass Christian Taurus heißt und ich Tobias Gaming und Marvin Zoo. Marvin Zoo? Komm aus dem Zoo, das ist... Ach so! Ach, deswegen. Ach ja, jetzt weißt du es, ne? Ja, ich habe mich immer gewundert, warum er Zoo heißt. Ich bin neben dem Affen, der zockt gerade. Ich bin gerade gar nicht da. Taurus? Wie heißt? Weißt du, was ich könnte, oder das ist kein Witz? Wenn du meinen Namen hier erwähnst. Ja gut, das Dumme ist, ich bin der das Video hochlädt, also könnte ich das ja auch vorher überprüfen. Aber wenn du jetzt das Video hochladen würdest, könnte ich dich dafür verklagen. Kein Spaß. Also kannst du jetzt Tobi verklagen. Nein, ich habe ja nicht seinen vollen Namen gesagt. Und zumindest habe ich ihn rausgeschnitten. Also, wenn du mich verklagst, ich habe sowieso nichts. Ja, war gut. Und das war ja nicht mein Witz. Nee, das war kein Witz. Was willst du ja hier? Gehen in der Ehre. Taurus. Taurus hat so viel wie eine Stubenfliege. Das Teuerste bei mir ist ein Fahrrad und das kostet 10 Euro. Und dann am besten auch so mit platten Reifen, ey. Oh. Nee, aber ich habe einen 26er Schlauch auf einen 28er Rahmen. Sehr schlau. Geil, hammer geil. Möchte ich auch haben. Von wem hast du diese Innovation bekommen? Wer hat dich da inspiriert? Ey, die habe ich mir selbst ausgedacht, weil ich nur einen 26er Schlauch hatte. Ja. Sick move. Langstrecke 2, wollen wir das als Abschluss machen? Ach nö. Ein Dragrennen durch die wilderen Gegenden von San Andreas. Andreas heißt mein Onkel. Und jetzt sind wir fest. Glaube ich. Toll, jetzt muss ich deinen Onkel fragen, ob er in das Video will. Okay. Es gibt natürlich noch andere Onkels als Andreas. Scheiße. Also meiner heißt nicht so. Meiner auch nicht. Marvin, wir sind gemeinsam, wir sind so identisch, wir sollten Freunde sein. Oh, guckt euch mal die Karte an. Wow. Alter, ernsthaft? Nein, ich bin nicht drinne. Ach du Scheiße. Ja, das würde dann... Geh mal raus, Tobi, weil wir haben nur in 2. Wir müssen uns die Strecke merken. Die zu zweit. Okay, wir verlassen den Job. Leisti. Okay. Langstrecke 2. Langstrecke 2, das merken wir uns mal bitte. Snack Cheese im Rahmen... Nee, Achtung. Im Rahmen eines Updates haben wir kürzlich zusätzliche Snap-Adding-Inhalte hinzugefügt, um sicherzustellen, dass deine Bilder auch ins Auge stechen. Unter anderem gibt's nun Rahmen, um deine Fotografie perfekt in Szene zu setzen oder Filter, um deinen Schnappschüssen lebendiger zu gestalten. Du kannst die Rahmen oder Filter mit Hilfe des Steuerkreuzes ändern, wenn du deine Kamera geöffnet hast. Online-Tipp. Oh, hier reden Kinder. Nee. Hallo Kinder! Hier ist Taurus! War klar. Ich weiß nicht, wir sind ja jetzt nicht alle in einer Sitzung, ne? Nein. Mein Name ist Potti! Ja. Potti der Papagei! Ich bin übrigens hier Langstrecke 2, ne? Soll ich euch mal einladen? Ich gucke erstmal hier in die Spielerlisten. Oh ne, der Spieler. Hier sind... Ach Marvin, du bist doch hier drin. Ja, ich bin gerade wieder... Ich bin gerade wieder bei. Ja? Du, hier steht dein Name. Taurus, ich lade dich mal ein. Ja, kannst du ruhig machen. Jo, Marvin ist drin. Ja. Yeah. Hier steht, das ist Samstag 3.50 Uhr. Kommt er hier fast hin, ey? Naja. Fast. Ey, bei den Minuten schon. Hä? Netzwerkfehler, was ist denn das für eine Scheiße? Marvin hat das Spiel verlassen. Marvin! Reiß dich doch mal zusammen! Tut mir so leid. Immer musst du uns alles versauen. Ja. My Ex. Nein.
Wollt ihr daraus ein Musical machen jetzt aus seiner? Oh, er ist wieder gegangen. So ein Disney. Ihr kennt das doch. Ach, jetzt lasst mich doch nicht dumm dastehen. Macht mit. Nein. Hä? Ich weiß kein Disney, wo er steht. Ich bin wieder gegangen. Die Schöne und das Taurus. Das Biest. Taurus, bist du wenigstens drin? Nein, ich wollte in so ein Musical wie in jedem komischen Musical. Animationsfilm. Da fang ich doch auch an zu singen. Marvin, ich lade dich nochmal ein, ne? Ja, gerne. Er war die Liebe meines Lebens. Gerne. Oh, Tobi, dann können wir Dinge tun, die du in deinem Leben zuvor noch nie getan hast. Füßeln! Zähne putzen! Oh, yay. Taurus, Da wollte ich gar nicht wissen. Zähne geschneiden. Und sie essen. Lecker. Was? Ja, bin ich jetzt bei euch drin? Hier steht, dass ein Tsuburuma 90 das Spiel verlassen hat. Okay. Auch geil. Nein, du musst machen, der Oscar goes to... Pia Pudi! Pudi Pudi! Pudi Pudi! Pia Pudi! Oh, ich ist voll, ich komm nicht rein. Es ist voll? Glaub ich nicht. Du bist voll. Du bist voll, ja. Ja. Echt so. Hier sind zwei Plätze frei. Ja. Bei mir kackt alles rein. Marvin, jetzt haben wir schon die ganze Zeit nichts gemacht hier. Nee, das geht nicht. Wir warten jetzt, bis Marvin in der Sitzung ist und dann beim nächsten Mal seht ihr Langstrecke 2. Aber erstmal muss der Marvin hierher kommen. Ja. Gerne. I want to go in. Oh, das war so klar. Mir wurden 200 Euro in die Rechnung gestellt. Oh, Spielverderber, du hast dein persönliches Fahrzeug eines anderen beschädigt. Benimm dich. Taurus, und nun? Bin ich jetzt drinne? Ich guck Nein. mal. Kann ich noch mal jemand einladen? Ja. Oder ich join euch einfach. Das geht auch. Jetzt müssen wir eine Maske wieder auf. Yeah. Meine Maske. Ist cool. Spiel beitreten. Da hört zwei Männer an Unterhosen. Und Marvin ist schwarz. Hehe. Aber seine Maske ist cool. Meine Maske ist hammer geil. Danke. Da ist hier oben die Polizei, die wollen mich. Oha. Nicht hochgehen, nicht hochgehen, nicht hochgehen. Polizei. Ach, dich wollen sie ja nicht. Die suchen ja nur mich. Ich suche nicht nur die Polizei. Oh, meine Söldner werden umgebracht. Nein, warum? Jawohl. Jawohl. Ah nein, die töten mich. Ich soll den da unten. Ich soll den da unten umbringen. Seid ihr dämlich? Jetzt gehen sie auch noch auf mich. Wieso schießen die jetzt auf dich? I take the easy way out. Er wurde von den Söldnern erledigt. Nein, ja. Ich habe Selbstmord begangen. Da steht's. Bei mir steht, du wurdest von den Söldnern erledigt. Das ist so nicht korrekt. Du kannst ja gerne das Video dann mal im Nachhinein gucken und dort wirst du sehen, dass ich mich selbst hochgesprengt habe. Marvin, bist du drin? Nein. Wann gedenkst du denn mal hier beizutreten? Ich jetzt, aber ich... geht irgendwie nicht. Das ist ein Söldnerfahrzeug. Das kitzelt! Hat das Mädel zu Tobi gesagt? Zum Master hat das Spiel verlassen. Jawohl. Ich würde sagen, wir versuchen das mal bis zur nächsten Aufnahme. Oh.
hier ist ein brennender Smart. Nein! Jetzt bei euch drinnen. Warte. Nö, ich glaube nicht. Wieder bei jemand anderem, Alter. Kann doch nicht sein. Huch. Ich bin doch gar nicht mehr. Ich gerade erledigt. Jawohl! Jawohl! Auszeichnung, volle Haftung, jawohl! Jetzt werde ich wieder von der Polizei gesucht. Die snipe ich weg. Die Sitzung, der du beitreten möchtest, kann nicht kontaktiert werden. Du trittst jetzt einer neuen GTA-Sitzung bei. Okay, wir versuchen das mal bis zum nächsten Mal in den Griff zu kriegen, ne? Dann würde ich nämlich sagen, soll's das erstmal gewesen sein? Oh, das Feuerwehr. ja, da soll's das erstmal gewesen sein für. Nein, ich will auch gerade snipen! Aber du willst gar nicht snipen. Hey! Okay, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt GTA Online. Dann auch mit Marvin. In dem Sinne, wir sind raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Fuck the Police, Alter! Die wollen mich. Die wollen mich ja nicht klöten. Paul, sag auf Wiedersehen. Sag auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.